Unserer Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Dieses Abkommen ist in 12-jähriger Arbeit erarbeitet worden. Ein langer diplomatischer Prozess. Es ist sicherlich alles andere als ideal. Ich stimme auch zu, dass es mit dem Iran viele andere Themen großer Sorge gibt. Der Kampf gegen Israel, das ballistische Raketenprogramm, die Rolle, die der Iran in Syrien spielt. Alles richtig. Und trotzdem glaube ich, dass es nicht richtig ist. Ein Abkommen, das verabredet wurde, über das man dann im UN-Sicherheitsrat abgestimmt hat, einstimmig es gebilligt hat, dass man ein solches Abkommen einseitig aufkündigt. Das verletzt das Vertrauen. Etwas mit mangelnder Wahrnehmung, auch manchmal der Möglichkeit der Wahrnehmung von Wahrheit zu tun, da muss mehr in Bildung gemacht werden. Dass das Netz und dass insbesondere die sozialen Netzwerke zunehmend Raum unserer Kommunikation sind. Und für den Marktplatz ist der Dorfpolizist zuständig, für Medien, die in Deutschland in deutscher Sprache verbreitet werden, gibt es vielfältige Aufsicht. Aber wer bestimmt eigentlich die Regeln in den sozialen Netzwerken? Und wenn ich auf längeren Autofahrten bin, ich habe immer die Ausdrucke so dabei, und wenn ich mal richtig gut in Stimmung bin, rufe ich die Leute auch an. Das mache ich. Ich selbst bleibe als Mensch und nicht unterteile, je nachdem, ob ich im Internet oder woanders bin. Meine Haltung ist eine Haltung von verschiedenen Dimensionen, aber die ein Ganzes in meinem Leben gibt. Und da muss ich Kinder, Jugendliche, Ältere dazu aufrufen, sei du, wie du bist, aber steh dann auch dazu. Digitale Präsenz ist wichtig. Wir dürfen das Internet und die sozialen Medien nicht den, ich sage jetzt nicht die Idioten, ich nehme das zurück, wir dürfen das nicht denjenigen überlassen, die Hass schüren. Ja? Wir dürfen sozusagen, wir müssen darauf achten, dass wir auch deeskalierend und vernünftig im Internet reden, dass wir sowas wie eine Debattenkultur, die wir auch für die Gesellschaft einfordern, auch im Internet einfordern. Glaube an die Wahrheit,
denn die Fakten preiszugeben heißt, die Freiheit preiszugeben. Wenn nichts wahr ist, dann kann niemand die Macht kritisieren. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles Spektakel. Und ich packe in den Plural und an den Schluss dieses Panels: Seid so mutig wie möglich, sagt Timothy Snyder. Herzlichen Dank an Sie alle. Sind nur Mann und Frau Gott gewollt? Was ist mit Transmännern und Transfrauen und intersexuellen Menschen? Reden Sie in der Bischofskonferenz überhaupt über Homosexualität? Und wenn ja, wie? Ja, ich glaube schon, dass sich die Lehre, die Sexualmoral selbst ändern muss. Der Naturbegriff ist einfach nicht mehr zu halten. Das ist für mich eigentlich ganz klar. Ich bin vorsichtig mit globalen Schuldzuweisungen über Jahrtausende. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen oben und unten, Jude und Heide, Mann und Frau, da ist ja wieder die Aktiv-Passiv-Unterscheidung da, sondern wir sind alle eins in Christus, und in diesem Sinne gibt es dann eben auch nicht mehr diese Machtdifferenz zwischen oben und unten in der Sexualität. Und deswegen gibt es auch keinen Unterschied zwischen Homosexuellen und Heterosexuellen, sondern wir sind alle eins in Christus. Es gab ja eine Anmerkung zu dem Thema, ist die Ehe für alle denn nicht ein Scheinerfolg, denn homosexuelle Paare dürfen keine Kinder adoptieren. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht mehr. Es war in der Tat so, bei der Lebenspartnerschaft, dass die Adoption noch ausgeschlossen war. Aber mit der Gleichstellung der Ehe, das ist ja ein zivilrechtliches Instrument, man muss sich darüber im Klaren sein, die Ehe findet rechtlich gesehen nur im bürgerlichen Gesetzbuch statt, nirgendwo sonst. Das ist ein zivilrechtliches Instrument, und das ist jetzt vollkommen gleichgestellt. Folgedessen ist jetzt auch tatsächlich die Adoption rechtlich gesehen möglich. Aber ich bin schon der Auffassung, dass man einen Segen, das habe ich auch zum Ausdruck gebracht, erteilen sollte, wenn die Paare, die homosexuellen Paare es wünschen. Und welche Formulierung denn der Segen dann hätte? Die Kirche würde sich ja auf eine bestimmte Formulierung einigen. Darüber könnte man dann ja noch ein bisschen reden, also auch theologisch. Und das dürfte ja durchaus auch recht weitgehend sein, sag ich mal. Das muss gleichwohl, wie ich finde, nicht das Sakrament sein. Ich will in dem Zusammenhang mal sagen, ich bin ja eine rheinische Katholikin, und deswegen leide ich auch nicht so an meiner Kirche. Manches, was die machen, das nehme ich zur Kenntnis und sage, naja, was soll's, ne? Machen wir sowieso anders. Auf der ersten Bischofssynode in Rom hat Papst Franziskus ein Ehepaar mit 4 Kindern sprechen lassen. Alle 4 Kinder sind verheiratet, eines davon eben mit einem männlichen Partner, also ein schwules Paar. Und die sind dann vor der Bischofskonferenz gestanden und haben ihre Geschichte erzählt, haben dann eben genau den Satz gesagt: Selbstverständlich gehört unser Sohn mit seinem Partner und sein Partner auch zu unserer Familie. Und dann gab es Protest, und zwar nicht gegen die inhaltliche Aussage, sondern dagegen, dass man sich das überhaupt anhören muss. Das war der Protest. Und das ist der Grund für den Mangel an Empathie. Das Tabu. Man darf nicht darüber sprechen. Wenn man Empathie zeigen will, muss man sie ja zeigen. Und damit setzt man schon das Thema in der Öffentlichkeit. Deswegen ist das Entscheidende, was hier geschieht, und da, denke ich, geschieht zurzeit auch einiges, wirklich endlich dieses Tabu zu brechen und die Gewalt natürlich dann auch auszuhalten, die man auszuhalten hat, wenn man spricht. Die Kirche hat 6 Probleme. Also man hat den Eindruck, es gibt für die katholische Kirche nichts Wichtigeres als Sexualität. Und das ist auch ungesund. Es gibt ja noch viele andere Dinge. Ja? Ich habe herausgefunden, dass es mir gut tut, wenn ich mich der fernhalte. Dann kommen all diese alten Dinge wieder hoch, die schrecklichen Kämpfe, die ich erlitten habe und was. Und das macht mich fertig. Und deswegen gehe ich nicht mehr hin. Ich ertrage das nicht. Ich bin Mutter von 3 Söhnen und alle sind in festen Beziehungen. Einer davon in einer schwulen Partnerschaft. Ist es jetzt einer von ihnen etwas Schlechteres als die anderen beiden? Nein. Aber ich bin bei einem kirchlichen Arbeitgeber beschäftigt, der katholischen Kirche, und die versucht mir immer aufzuzeigen,
dass ich einen Unterschied machen soll und dass es schlecht ist, dass er in einer schwulen Partnerschaft lebt. Ich habe meine Kinder aber alle gleich gern. Our chance, but either way, you showed me how to reach for the best of myself. Pro Kopf und 20 Liter hat der Kenianer pro Tag pro Kopf zur Verfügung. Wisst ihr, wie viel 10 Liter sind ungefähr? Dreht euch mal um. Seht ihr dort den Kanister? Das sind 10 Liter. Und 2 Kanister davon steht dem Kenianer pro Tag zur Verfügung. Ooh, I trust you'll stay. Sie eine Grenze ziehen, wo werden Grenzen überschritten, wo Sie sagen, da ist es noch eine berechtigte Kritik an der aktuellen Politik eines Landes und wo schlägt es um in Antisemitismus? Also wenn Sie sich mit dem Staat Israel auseinandersetzen, dann kann man mit Sicherheit sehr, sehr vieles dort kritisieren. Von den Verhandlungen mit den Palästinensern, vom Verhalten in den sogenannten besetzten Gebieten, aber wenn man dazu aufruft, Israel zu boykottieren, generell alles vom Staat Israel abzulehnen, dann hat das etwas für mich, für uns, als ich bin Second Generation, meine Eltern sind Überlebende des Holocaust, der Shoah gewesen, dann hat das etwas wie der Aufruf, kauft nicht bei Juden. Und das kann es nicht sein, da sehen wir Antisemitismus drin, deswegen darf so etwas nicht generell Platz finden in unserer Gesellschaft, in unserem Staat. Dass sie Mitglieder in ihrer Partei duldet, die vom Mahnmal der Schande sprechen. Und wenn, wie ich jetzt gerade vorgestern gelesen habe, dann das Parteiausschlussverfahren ergeben hat, da ist nichts Verwerfliches dran zu sehen oder zu sagen. Und der gute Herr Höcke darf weiter Parteimitglied bleiben. Dann ist das etwas, was natürlich den Weg ebnet für die Menschen, für die Ansichten, die antisemitisch, ausländerfeindlich, homophob oder sonst irgendwie geartet sind, die, wo man sagen kann, das kann nicht sein, das darf nicht sein bei uns. Da sind darunter Lehrer, Lehrerinnen, die uns dann berichten, dass an ihrer Schule das Wort Jude als Schimpfwort genutzt wird, obwohl es an dieser Schule keinen einzigen jüdischen Schüler gibt.
to blame for. Dass die Tiere bei Demenzkranken oder bei Kindern, die autistisch sind, also ganz oft Brücken bauen und die Tiere tatsächlich den Menschen ein Segen sind. Da erlebe ich das sehr intensiv und auch wenn ich in Familien unterwegs bin, an meine eigene Kindheit denke, dass die Tiere auch ein Segen sind für neue Nachbarn. Gegenwärtig in unserem Erzbistum sind immer noch ungefähr 11.500 Menschen tätig in der Migrationshilfe, in der Flüchtlingshilfe. Ich finde, dass das ein ganz großartiges Zeichen und ganz großartiges Engagement ist. And
Menschen abzuholen, wo die gerade stehen. Darum geht es. Das heißt, wir machen einfach einfache Übungen, zum Beispiel geerdet zu sitzen. Across an open sea that's anxious to come. Thank you.
messing around.